Ich habe es nur aufschlagen hören neben mir gerade und dann wurde es links unten rot im Gruppenfenster. Ja, ich bin gerade auf den Boden aufgeklatscht. Ja, ich hab's gehört. Echt? Ja. Du hörst hinter mir nur so platsch. Jetzt dreh ich mich um, liegst du da? Alles wie getan, als du vom Himmel gefallen bist. Wir sind weg. Okay. Wir sind weg, ja. Ja, müssen wir heute viel Holz hacken. Und ja, wir holen erstmal Stefan ab, dann fahren wir nach Starry. Wobei, warum? Achso, wir brauchen Geld, genau. Haben wir kein Geld mehr? Ja, nein, wir können aber die Waffen verkaufen, die wir haben. Stimmt. Ja, gut, dann Stefan, wir kaufen erstmal ein. Boah, das gibt richtig Ja, Geld. geht das mal 12-mal shoppen. Sandbag, 12-mal Tanktrap. Ah. 24-mal Tanktrap sogar, wenn ich das Aber richtig das brauchen sehe. wir zum Bauen, ne? Für Türen und Ach so. so, ja, dann verkaufen wir das nicht. Dann verkaufen wir nur die Waffen. Fertig. Ich meine, das Einzige, was ich mir jetzt noch kaufen wollen würde, sind Äxte. Und habe ich ein E-Tool? Ja, habe ich. Eine Crowbar Jawohl. vielleicht noch. Vielleicht noch ein MT4, ja, damit wir mehr Platz haben. Ja. Ich Wow, frage, was war wow, das zum heilige Teufel? Scheiße. Oh, wow. Okay, einfach nicht beachten. Einfach nicht beachten. Okay, hab's gekauft. Was Was denn? hast du gekauft? Knicklichter. Wow. Oh, geil. Es wird dunkel. Na, Knicklichter werden wahrscheinlich richtig helfen. Und bengalische Feuer. Aber Seit wir wollten den bengalischen zweiten MT4R noch holen. Wollten wir? Mehr Platz für Holz. Zum Umladen und so und weiterverarbeiten. Wir brauchen viel Holz. Am besten lassen wir Virus nicht fahren. Ich gehe auf den Driver Seat. Okay. Ich kann gut fahren. 180. Mit dem MT4R. Ja. So lange her, dass wir das letzte Mal im Dunkeln gespielt haben, so. Oh, ist nicht doppelt so hell oder so gerade. Ich kann das Feuer aufnehmen. Oh, ich sehe nichts. Ja, wollen wir mal los? Zu hell. Ich würde einfach sagen, hier rein und dann ein bisschen Bin ich weiter auch rein rein. und dann fangen wir gleich an. Ich meine dumme Frage, haben wir eine Axt? Ja. Na, schade. Eine. Nein, wir haben mehrere. Eine. Nur habe ich sie in den Safe gelagert. Ich hole sie. So in die Mitte werde ich eine Workbench stellen. Und also genau, ich lade schon mal die Äxte hier rein. Craft Arrows, ne? Was? Anscheinend. Wir haben hier 200 Pfeile. Wenn ihr jetzt die ganze Zeit Woodpiles hinterher bringt, kriegen wir den anderen nie leer. Scheiße, nein. Ja, Ich ich brauch ja gar kein Holz mehr. Ja, nee, ist gut, ist gut, ist gut. Ansonsten gehe ich gleich mal zu dem anderen, mach da auch Lumber raus und du machst aus dem Lumber Plywood. Da ist, kommt ein Heli. Was? Ja. Eli, ja. Ah. Jo. Antibiotikum mit einem Merlin. Der hat uns gesehen. Der hat uns Ja, wie gesehen. kann man unsere Waffen nicht sehen, raus. ist die Frage. Ja. Na, was für eine Waffe. Glaubst du, der tötet uns? Nö, der sagt nur Hi und gibt uns noch ein bisschen Holz, hilft uns hier vielleicht. Cannot Wir fire. alle. Wie einen halben Wald abgeholzt. Wir können uns wirklich nicht übersehen hier. Der Heli Ja, kommt. ist ja auch nicht so, dass hier überall Lichter an sind. Ist ja auch nicht so, dass er jetzt freie Landefläche hat dafür. Die ist jetzt über uns. Danke, dass du uns darauf Er droppt eine hinweist. Bombe. Ja, keine Ahnung. Vielleicht merkt ihr das ja. Er wusste jetzt der Heli. Über uns. Na, <okay. Ich glaube, er kommt runter. Ja. Aber irgendwo da hinten. Boah, er hätte so Bock, den da rauszuschießen, ne? Aber der bewegt sich zu sehr. Ich hab Ja, noch er sucht, glaube ich, Aber nicht. ich mach das auch nicht. Wie der sucht. Wir haben hier einen Wir halben Wald haben hier eine abgeholzt. riesen Schneise reingemacht. Ich glaube, der sucht Vielleicht eher. sind Kann sie man ja jetzt unten, nicht so wie sehen. dir.
Tschüss. Hätte ich jetzt eine AS-50, dann würde ich natürlich schießen, weil dann werde ich sofort bauen. Ist ja die Frage, haben wir... Okay, das war's. Nicht, dass er einen abgeworfen hat, ne? Das kann schon sein. Nee, ist hätte nee, ich auf keinen gesehen. Fallschirm auf. Ja, aber da hinten haben wir ihn nochmal nicht gesehen, als er da Richtung Davis Castle geflogen ist. Oder? Ja, dann solltest du das Feuer auslassen. Nee, schon gut. Da lagen vorher so zwei Leichen, weil ich da so zwei Zombies abgeschossen habe, aber jetzt liegen die ja nicht mehr. Hat wahrscheinlich jemand mitgenommen. So. Wahrscheinlich. Oh! Oh, eine Leiche! Erstmal mitnehmen. Looten und einen Starry verkaufen. Also wenn ich fertig gekürftet habe, dann haben wir glaube ich genau 100 Plywood. Hm. Das heißt, den anderen müssen wir auch noch komplett zu Plywood machen, damit wir 200 haben und dann dürfen wir den nochmal füllen. Dann bauen wir erstmal und dann gucken wir mal, wie es läuft. Okay. Also erstmal machen wir brauchen eine Lambo und Plywood. Deswegen, wir füllen den. Wer, wer nimmt sich denn jetzt schon Plywood da raus? Leg das alles wieder rein. Nee, ich tue es gleich wieder rein. Nein. Was legst du das denn? Jungs, aus! Meine Headshot hat keine Munition und ich kann nicht nachladen. Du hast nie Munition, Stefan. Leg die mal wieder ins Toolbelt und nimm die dann wieder. Dann geht das. War ja klar, dass Stefan als erstes die Munition für die Headshot ausgeht. Wie viel Holz brauchen wir insgesamt so? 1000? Mehr als 1000? Na, es kommt drauf an, wir müssen halt auch nur die Lücken füllen an sich, ne? Also, ich hab keine Ahnung. Frankly, ich will ein Drop incoming. Was meint ihr? Ja. Wahrscheinlich droppt er gleich so einen Supply Drop mit irgendwie 1 Million Hot oder so. Oder ne, der droppt was, so eine Kiste, da kommen dann Survivor raus und die schreien alle Friendly, Friendly. Hey, oh, Jungs. What the f. Ja, ja, bei uns ist das. Was? Ey, die droppt irgendwas. Ja, die Friendly Supply. Supply. Ey, Jungs, was ist das? Ja, ein das SUV. Oder ein Auto, SUV. Wahrscheinlich droppen die es einfach. Trump. Trump müssen. Ja, explodiert und fliegen sie weg. Warte, ja. ich geh mal rüber, ne? Ja. Wahrscheinlich. Ja, ich will mir jetzt aber auch mal ansehen, also. Ich nicht. Na gut, er hat geschrieben Friendly Supply Drop. Ich hoffe jetzt mal, das ist Friendly. Also. Da kommen jetzt ganz viele Survivor raus. Ja, und schreien Friendly. Friendly! Okay, klar. Da sind jetzt einer drin und der schreit gleich. Und der. Lol, okay. Der schießt. Hier. SUV pink. Der ist pink! Ja, das war klar. Jetzt bin ich schon. Wer war denn das? Oh ne, ist gar kein Vorrat, ne? Mir ist der grau. Oh mein Gott, da ist Holz drin. Lampa. Echt jetzt? Oh mein Gott, geil. Ja gut, nicht so viel. Und ein DMR-Mac. Ja gut, viel ist es nicht. Obwohl, 9 Lumber-Packs und 8 Plywood-Packs. Ja, cool. Auch nicht. Nur. Ja, haben wir halt ein bisschen mehr, viel ist es auspacken, nicht. Auspacken, Jagdmesser. Erstmal ein Baumstamm durch die Fresse, ey. Überreste. Hier, ja, das Fold Face war das ja nicht, Antibiotikum. Aber Flex. Der gehört zu dem. Ah, natürlich. Das Gute ist, wir brauchen keine Böden machen, also wir können dann schon viel sparen. Achso, das stimmt, ne? Wir müssen keinen Boden machen. Ja, also es, deswegen, es könnte auch schon reichen vielleicht, ich weiß es nicht. Sollen wir dann schon mal anfangen? Ich fange schon mal an. Okay, könnt ihr das mal umladen? Lumber in den linken Truck? Lumber in den linken Truck. Ah, sehr gut, Stefan. Das war gerade ausgegangen. Ja, ich bin aber nicht da. Achso. Egal, ich will dir das nicht loben. Ja, was? Wo? So gut. Also wenn du welches brauchst, hier sind nochmal welche drin. Virus lädt's gerade um, okay. Ich denke mit. Hm, stimmt. Wow. Gut gemacht, Stefan. Ja. Wir benötigen mehr Holz. Warte. Komm noch, Lampe. Virus, kannst du mal umladen? Ja, ja. Kein Problem. Oh, danke Stefan. Hm. Wir haben 13 Large Wood Wall. Ui, das ist aber... Wenig? Nö, das... oder?
Ich kann das nicht einschätzen, ich weiß nicht. Naja, die sind relativ groß, so groß wie die Ladefläche hinten vom MTVR, glaube ich. Das wäre doch wenig. Ja, die Seite, ne? Nicht die Öffnung, sondern die Seite. Ah. Man kann ja mal gucken, wenn jetzt keiner mit einer Axt schlägt, stelle ich mir hier vorne eine so testweise nicht auf. Hm. Achso, Plotpole is missing. Haben wir Plotpole? Oh, scheiße. Oh Gott. Müssen wir das kaufen. Komm, ich höre jetzt auch mal auf zu craften. Stefan, das Zeug, was du noch drin hast, das kannst du mal reinlegen. Mhm. Ja, dann machen wir jetzt mal eine Pause mit Holzhacken und so und dann gucken wir mal. Ja, holen wir erstmal eine. Wir fahren am besten die MTVRs hoch und fahren dann mit dem SUV. Hm. Was hat die letzten so gekostet, Virus? Den Plotpol? 60? Nee, weniger, oder? Wir haben auf jeden Fall genug. Ja, wir nehmen mal 60 mit. Für den Fall. Also mehr als 60 kostet auf keinen Fall. Darf ich diesmal fahren? Nein. Nein. Nein, nein, nein. Warum steht da immer die ganze Zeit Take Woodpile? Okay. Nein, das war. Nein, jetzt hab ich's angekriegt. Oh nein, was hast du getan? Woodpile. Woodpile, okay. Woodpile. Pile, ja. Ja, ganz richtig. Er hat voll die Peilung. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Boah, der SUV ist richtig schnell auf Wurf. Alter, 100. Was? 110, Alter. Fahre bitte nicht so schnell im Wald. Ja. Also, mal gucken, ne? Ey, hier, guck mal hier. Er fährt auf dem Land so schnell, wie er normalerweise auf der Straße fährt, ey. Das ist echt brutal. Boah. Das habe ich schon vorher gesehen, dass das hier voll schwierig ist und Vollgas. Ja, es geht. Wow. Ja, gut, ne? Nur noch. Nee. Noch ist normal. Also ja. Es geht. Fahr bitte nicht so schnell in die Kurve. Es ist jetzt 200, ey, was willst du? 206, ah, das ist maximal 206. Okay. 206, 207 so. Oh, was? Und über den Hasen drüber. Meine Grafikkarte wird immer lauscher. Nimm sie mal kurz raus. Ja, nimm sie mal raus. Nimm mal den Lüfter raus. Ja, einfach mal pusten oder so. Unser SUV, oh mein Gott. Fahr schnell wieder in den Schatten. Okay, pass auf, Straßenlaterne. Jetzt gleich sind wir wieder pink. Ah. Wir waren rot. Oh nein, das ist so peinlich. Ich wusste das wahrscheinlich selber nicht so. Ich konnte nicht abbringen. Ja, danke für den Hinweis. Der war nötig. Oh nein, das haben wir nicht. Oh nein. Augen zu, denkt Leute. Sich, jetzt Augen denkt zu. Sich noch alles so, boah, cooler, grauer SUV. Was wollen wir hier nochmal? Ich hab's gerade. Plotpole, genau. Ja. An sich kann ich auch nochmal jetzt Messer und so holen. Falls wir da noch mehr brauchen. So, Plotsch. 60 Gold, ja, sag ich. Ich steig mal bitte aus, Virus, jetzt. Wisst ihr, was echt dumm ist? Du? Du. Ja, Stefan. Okay, go. Kannst du ja mal Essen holen und so, weil ich gebe dir mal Geld. Kötsch. Oh mein Gott! Was wird das denn? Okay. Ich hab ihn nur. Das. So, du siehst ja dein Body noch, ne? Virus auf der Karte. Ach, stimmt, ne? Stimmt. Ja. Ich markier's einfach auf der Karte. Da. Oh, okay. Heli. Wir sind jetzt in der markierten Zone. Ja. Hier, da liegt er doch. Zurück. Ach, stimmt, hey, haben wir. Ach, im Schatten auch noch. Hi. Bye. Aber wäre ich noch ein Stück weiter gefahren, denn dann hätte ich auch noch Skuma und den ja, ohne Scheiß, hast ja wirklich einen Zentimeter vor mir bis angehalten, ne? Ich stehe vor mir mit alle drei da lang geflogen. Alter, wie gehst du? Alter, wie wir springen einfach. Das war fast ein Baum. Yeah. Das sind so Momente, die ich in DayZ niemals in meinem Leben je wieder vergessen werde, genauso wie mit dem Fahrrad. Der Typ mit dem Fahrrad. Ich vergesse. Also,
Es der da so einen Fahrradunfall hatte. Ach so, ja. Wo wir dachten, der wäre tot und... Warum macht der auf? Wir haben ihn dann ja nach Hause gebracht, so. Ja. So. Wir haben nur eine 30 Meter Plotpone. Wollte ich auch gerade sagen. Ist mir auch gerade zuerst eingefallen. Ja, wir haben ein bisschen großes Gebiet abzustecken vor, ne? Ja. Dann müssen wir uns jetzt mal überlegen, wo wir es am besten platzieren, damit wir so viel wie möglich abstecken können, ne? Also, wir haben hier vier Löcher zu stopfen. Das größte ist das von deiner Mutter. Boah. Also, und das größte ist da hinten. Aber das ist halt auch nur das. Vielleicht können wir mit einem Plopon mehrere abstecken. Aber das würden wir einzeln machen. Hier, das hier. Das müssten wir einzeln machen. Und wenn wir Glück haben, könnten wir die da vorne, die zwei mit einer Plotpole schaffen. Also ist es jetzt Durchmesser oder ist es Radius? In jede Richtung. 30 Meter, ja, dann kommt's hin. Dann passt das. Das sind bis dahin 30 und bis dahin 30. Wir können sie immer noch abbauen, notfalls. Alles klar. Oh, das sind ja solche, solche Warnhütchen. Aha. Oh. Rote Kette. Hat irgendwie reicht das nicht, ne? Nee, hier wird's knapp, da hinten passt's. Oh. Shit, ey. Das sind das aber wirklich 30 Meter in jede Richtung. Nee, hier ist auch zu eng. Hier kannst du dann durchlaufen. Na, man kann ja immer noch, die Wand ist ja ein bisschen größer, so weißt du. Mütterlich platzieren. Mütterlich platzieren? Mütterlich. Alles klar. Das heißt, wir brauchen hier mal ganz kurz, Leute, wir brauchen vier Plotpoles. Ja, dann gehen wir mal welche kaufen, ne? Oh, kostet halt nur, so viel Geld haben wir nicht. Also wir haben kein Geld mehr. Mach die Lampe aus, Alter.